Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Baldo. Ich habe schon eine kleine Weile nicht mehr gespielt. Wir sind noch hier im verlassenen Königsanwesen. So, da haben wir die Karte. Da haben wir eine rote Tür, wo wir noch nicht durchkommen. Relativ viel hatten wir schon erkundet. Aber was war hier in dem Raum? Hier war noch ein Rätsel. Hier sind noch vier. Kann ich irgendwie mir erstmal vielleicht ein bisschen leben? Okay. Die hier vielleicht. Oh ja. Drei Herzen. Sehr schön. Okay, damit haben wir schon wieder volles Leben. Und jetzt waren hier diese Ritter. Die bewachen hier irgendwas. Ich glaube, ich hatte die schon mal vernichtet. So, ich muss warten, bis sie schlagen. Und mich dann hinter die rollen. Und dann auf den roten Button, der hinten drauf ist. Okay, und dann schnell weg. So, komm her. Nicht getroffen. Nein, er hat mich aber getroffen. Er hat mich schon wieder getroffen. Okay, wir brauchen mehr Leben. So. Oder kann ich den abwerfen? Nee, abwerfen kann ich nicht. Okay, einen nach dem anderen. Wir vernichten erstmal alle. Und dann schauen wir uns mal um. Okay, von der Flamme dürfen wir uns keinen Fall treffen lassen. Nicht erwischt. Okay, einen haben wir. Das hast du nicht. Nee, okay, das war nicht. Da haben wir Nummer 2. Komm her. Nicht getroffen. Er hat... Okay, wir brauchen wieder Leben. So. Na komm her. Nochmal treffen, dreimal treffen müssen wir die. Na super, was hat er da jetzt gemacht? Ich brenne, na toll. Könntest du mal aufhören zu brennen? Kann ich mich hier irgendwie das Brennen irgendwie abschütteln? Wie lange brennt er denn bitte? Hallo? Einmal bitte aufhören. Okay. Das war's gleich mit unserem Heal. Komm. Okay. Nummer 3 haben wir auch erledigt. Und jetzt hier noch einer. Komm her. Sehr gut getroffen. Oh, das war knapp, glaube ich. Okay, einmal noch treffen, dann haben wir alle vier. Komm her. Okay, so. Was haben wir jetzt hier? Okay, hier können wir schieben. Oder auch nicht schieben.
So, und da in der Mitte, das sieht aus wie ein Schalter. Aber hier... Hier konnten wir... Hier haben wir schon mal probiert zu drücken, glaube ich. Oder haben wir nur nicht den richtigen gedrückt? Okay. So. Hier rein. Da geht's weiter. Sehr schön. Okay, ich kann mich entsinnen, ich war hier schon mal drin gewesen. Hatte ich eigentlich schon mal gedrückt? Aber wahrscheinlich dann doch nicht an allen. So, dann gucken wir mal, was es hier unten gibt. Ich höre schon wieder Gegner. Okay, schön. Okay. Spinnennetz haben wir weg. So. Okay, was haben wir hier? Okay, hier können, die können wir auch. Okay, das brennt nur ziemlich kurz. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir die alle an? Und vor allen Dingen, wie kriege ich... Kann ich den abwerfen? Okay. Nein, ich habe zu schlagen. Da habe ich noch einen Topf. Hier übers Geländer schmeißen. So. Ah, das hat er gesehen. Okay, ich gehe nochmal hoch. Ich hoffe, dann respawnen diese Töpfe wieder. Okay, er ist noch da. So, komm zurück. Oder kann ich dich hier so? Sehr gut. Okay. Eine Kiste. Dreieckige Eulenschlüssel. Okay, und hier... Sieht doch noch so aus, als müsste ich hier... ...die einzelnen... ...anzünden. Ah, okay, das... Ist die wahrscheinlich wieder aus? Ich muss die in der richtigen Reihenfolge. Am besten, ich mach mal hier unendlich lange Rennen an. Hier sind zuerst die hier. Das hat eben gereicht. Die brennt am längsten. So. Jetzt rennen wir hier rüber. Und jetzt die letzte hier unten. Okay, jetzt brennen alle. Die haben jetzt alle gebrannt. Muss ich dann in der Zeit hier drauflaufen? Okay, wir probieren es nochmal. So, die hier. Und da ist die erste schon wieder aus.
Okay, ach, hier ist noch eine Tür. Dann gehe ich erstmal hier weiter. So, wo sind wir jetzt hier gelandet? Ah, hier oben, okay. Hier waren wir auf jeden Fall schon mal. Und wo müssen wir jetzt hin? Ich glaube, in den großen Raum. Erledigt. Okay, was haben wir hier? Okay, der kommt hier rein. Okay, hier müssen wir auch noch irgendein Rätsel lösen in dem Raum. Okay, da sind wir doch oben. Haben wir hier irgendwo. Ah, hier. Okay. Okay. Die haben alle nur unterschiedliche Farben. Oh, jetzt laut. Ich geh nochmal hier runter. Ganz am Anfang, da gab es einen Raum, da waren auch so bunte Felder am Boden. Ich muss den Raum nochmal suchen. Aber wahrscheinlich müssen wir die in einer speziellen Reihenfolge vernichten. So, hier komme ich nicht rüber. Können wir auch oben rumgehen? Ja, ich glaube, wir können auch hier lang gehen. Hier können wir nicht lang gehen. Wie sieht es hier oben aus? Okay, hier ist die Brücke da. Da geht das Gitter runter und hier können wir durchgehen. So, okay, jetzt sind wir hier. Okay, das bringt uns nichts. Oh, hier ist diese Fahrbahn. Da kam hier, glaube ich, irgendwann. Kam hier so ein Teil lang gefahren. Wo bleibt's? Da ist es. So, jetzt mal hinterher. Oh, das ist aber schlecht. Das ist aber sehr schlecht. So, wir müssen da irgendwie die Brücke drehen. Wie können wir die drehen? Okay, vielleicht reicht der Schalter hier schon aus. Ah, wobei. Der Schalter dreht, glaube ich, nicht, oder? Ich glaube, ich muss den außen. Ich muss den hier, glaube ich, drehen. So. Jetzt dürfte ich zurückkommen. So, jetzt warten wir wieder hier. Und jetzt müsste das auf der anderen Seite so gedreht sein, dass wir da langlaufen können. Genau. So war das. So, jetzt sind wir in diesem Raum. Und ich
weiß ich, das war irgendwann ganz am Anfang, als wir hier rein sind. In welchem Raum war das denn? Ich muss echt jetzt nochmal die Räume hier absuchen. Oh nein. Okay, euch will ich eigentlich nicht besiegen. Hier habe ich die Kiste schon. So, hier ist dunkel. Hier können wir Licht machen auf jeden Fall. So, haben wir noch irgendwo eine Lampe? Ah, hier. Waren das alle? Okay, so. Was haben wir denn hier? Hier haben wir... auch vier Farben. Den Raum habe ich auf jeden Fall gemeint. Und da haben wir römische Zahlen drauf. Okay, also die blau zuerst. Dann schwarz. Dann grün und dann rot. Okay. Okay, mit der Information gehen wir jetzt zurück. Kann ich dem hinterher rennen? Ich glaube, wir müssen hier warten, oder? Ah doch, das schaffe ich. Hier rein. So, dann gehen wir mal den gleichen Weg wieder zurück. So, jetzt muss ich den hier aktivieren. Komme ich hier wieder runter? So. Ach, das ist ein Spiegel. So, jetzt sind wir von hier hinten gekommen. Da ist der wieder. So, jetzt sind wir hier wieder in dem Raum. Okay, die sind einfach so wieder da. Ach so, wo mussten wir denn jetzt hin? So. Okay. Nein. Muss ich jetzt hier den Weg rausfinden? Ah nein, okay, den hatten wir damals schon rausgefunden. So. Und jetzt hier rüber. Jetzt machen wir hier mal Licht an. So, blau. Okay, also zuerst muss ich irgendwie den blauen erwischen. Ich hab den blauen erwischt. Allerdings hat er ganz schön viel gezogen. Okay, nach dem blauen kommt dann der schwarze. Das heißt, wir locken mal den grünen hier runter. Wo ist denn der schwarze hin? Ah, okay. Ja. Ist der rote? Geh du da? Okay. Dann kommt der Grüne. Und als viertes der Rote. So, jetzt der Rote. Sehr schön, okay. Okay.
Schalter. Okay, wir gehen hier durch. Okay, wir brauchen irgendwie auf jeden Fall Leben. Ach, Gespenster. Na super. Oh, ich bin wieder zurück. Was haben wir noch? Wie viel Leben bringt uns das? Oh, eins. Okay. Na, wir machen uns volles Leben. So, da haben wir vier Schalter. Reicht das schon? Okay, das reicht schon. Und wir haben 50 Dindi bekommen. Das ist jetzt irgendwie nicht so das, was ich erwartet hätte, was ich hier jetzt so eine finde. Okay. War es das jetzt schon? Okay, wir haben jetzt... 50 Dindi bekommen. Haben das Rätsel hier gelöst. Und müssen jetzt wohin? Eine Etage tiefer? Vielleicht nochmal da, wo der rote Punkt ist. Wo die Tür ist, wo wir nicht durchgekommen sind. So, hier sind wir denn in dem Raum. Von dem Raum müssen wir wohin? Da geht's auf jeden Fall runter, da oben. Okay, wir gehen mal erst wieder nach oben. So, hier geht's runter. Also ich denke mal, das haben wir jetzt gelöst hier. Aber hier bin ich mir noch unsicher, weil... Hier... Er ist ja auch noch da. Und versteckt sich. Die können wir alle anzünden. Hier sieht es auf jeden Fall so aus. Ah, Moment, wir haben ja den Dreiecksschlüssel. Vielleicht brauchten wir den ja. So. Also. Hier wieder runter. Vielleicht war das ja da, wo wir den gebraucht hätten. So. Ich glaube jetzt hier hoch. So, dann hier rüber. Und jetzt die Frage, mussten wir dieses Teil drehen? Ah, jetzt bin ich mir unsicher. Ich glaube, wir mussten es nicht drehen. Oh, können wir einfach hier hochgehen? Aber hier ist wieder der Spiegel. Okay, durch den Spiegel kommen wir da vielleicht auch nicht hin. Okay, da ist der Spiegel und durch den Spiegel müssen wir auf jeden Fall durch, glaube ich. Also hier warten. Oh nein, wir laufen dem hinterher wieder. Ach so. Hier müssen wir warten. Da kommt er wieder und jetzt schnell beeilen. Thank you.
habe ich ja Lust drauf. Da ist der Schalter. So. Und hier war irgendwie noch ein roter Punkt. Den konnte ich befreien. Ah, ich glaube, ich musste hier die beiden... Ja, das haben wir auch schon gemacht. Okay, und hier... Hier fehlt mir ein Schlüssel. Okay, da habe ich zu lange gebraucht. Hier fehlt mir ein Schlüssel und ich könnte mir gut vorstellen, dass ich den Schlüssel da bekomme, wo ich gewesen bin. Hier. Also diese drei kleinen oder diese vier kleinen Fackeln waren. Sehr gut, es geht auf. Ah, schon wieder nur im Hin- und Herrennen hier. Also da war ja definitiv noch irgendwas. Und irgendwas müssen wir da auf jeden Fall noch machen, was wir noch nicht gefunden haben, was wir gesehen haben. Oder wir müssen finden, wo wir den Dreiecksschlüssel reintun können. Eigentlich habe ich da auch noch keine Idee. Wo geht's denn eigentlich hier hoch? Da geht's nach plus 1 hoch. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es hier überall gab. Ach, hier waren diese Dinger. Und da war ich hier oben in diesem... Hä? Wo ist dieser Gang abgebildet? In welchem Gang sind wir hier? Hier, okay. Ich gehe erstmal nach unten. Ich glaube, wir müssen erstmal rausfinden, was es da mit den vier Fackeln noch auf sich hat. So, hier lang. Und jetzt sind wir hier wieder in diesem Vier-Fackel-Raum. Und da haben wir das Ding. Aber hier würde ich sagen, geht's weiter in der nächsten Folge. Also macht's gut, Leute. Und bis zum nächsten Mal.